Hohe Insiderverkäufe bei Valta, bei Leck Immobilien, bei UCA, bei der Deutschen Telekom und bei Basler warnt das Handelsblatt. Insider fürchten die Rezession. Aber stimmt diese These eigentlich? Ist es wirklich ein Warnsignal? Meine Einschätzung zum Thema Insiderverkäufe und Käufe und zu dem, was aktuell passiert, gibt es jetzt sofort in diesem Video. Seid gegrüßt, liebe Börsianer, herzlich willkommen auf dem Aktienkanal, da bin ich wieder. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Heute das Thema Insiderkäufe und Insiderverkäufe und die Frage, lässt sich an der Börse wirklich eine Outperformance erzielen, wenn man den Insidern folgt? Vor wenigen Tagen erschien dazu im Handelsblatt ein Artikel, in dem die neuesten Käufe und Verkäufe von Insidern im vergangenen Monat, also im Juni 2022, aufgelistet worden sind. Hier mal die Übersicht als Screenshot direkt aus dem Handelsblatt. Das Ganze ist beschränkt auf Aktien, die in einem der DAX-Auswahlindizes enthalten sind. Auf den ersten Blick halten sich da Käufe und Verkäufe in etwa die Waage. Auffällig ist aber eben, dass bei den Verkäufen die Summen, die Gesamtsummen deutlich höher sind. Und es gibt da zwei Ausreißer. Einmal Valta, wo es einen Insiderverkauf in Höhe von über 22 Millionen Euro gab, und einmal LEG Immobilien mit knapp 5,8 Millionen Euro in einem einzigen Insiderverkauf. Und diese zwei großen Verkäufe, die nimmt das Handelsblatt zum Anlass, um daraus einen Artikel zu machen mit dem Tenor, dass nun auch die Insider vorsichtiger wurden, weil sie eine Rezession fürchteten. Und zitiert wird dazu Olaf Stotz von der Frankfurt School of Finance, einer Privatuni. Und der deutet das Ganze so, dass die Topmanager nun auch Angst vor einer Rezession hätten und deshalb die niedrigeren Kurse nicht zum Kauf nützen würden. Im Gegensatz zum Vormonat, dem Mai, da hat es nämlich überwiegend Insider-Käufe gegeben, weil da angeblich die Volatilität, also die Schwankungsbreite am Markt, sehr hoch gewesen sei. Und damit eben auch die Unsicherheit. Und Manager würden diese Unsicherheit gerne nutzen, um dann zu kaufen, nicht aber anscheinend die Rezession. Puh, ich sag mal, also meiner Ansicht nach ist das eine sehr gewagte These, die nicht unbedingt valide ist. Also erstens mal die Insider, die Mai gekauft haben und die Unsicherheit ausnutzen wollten, die vermeintliche Unsicherheit, die liegen ja jetzt zumindest kurzfristig überwiegend schon mal falsch, weil die Kurse ja seither gefallen sind. Also in dem Fall hat es schon mal nicht aufgegangen, diese These. Und zweitens, dieses sogenannte Insider-Barometer, das basiert ja auf Käufen und Verkäufen von allen DAX-Auswahlwerten. Wir haben im DAX 40 Werte, im TecDAX 30, im MDAX 50 und im SDAX sogar 70. Gut, es gibt da Überschneidungen, aber insgesamt reden wir hier bestimmt von rund 175 verschiedenen Aktien, die da enthalten sind in diesen Indizes. Und nun gab es größere Insiderverkäufe im Juni bei gerade mal 2 bis 3 Aktien. Wenn man die Deutsche Telekom noch dazu zählt, sind es 3. Und selbst bei diesen Aktien gab es bei Valta und bei LEG auch jeweils 2 Insider, die Aktien gekauft haben. Seht ihr hier im Auszug aus börse.de ein Screenshot. Gut, die Volumina waren hier kleiner, aber trotzdem, also teilweise haben Insider auch gekauft. Und es gab ja auch bei gleich 5 Unternehmen aus den DAX-Indizes relativ hohe Insider-Käufe, wie wir gerade eben gesehen haben, und zwar im Volumen von 200.000 bis über 500.000 Euro. Meiner Ansicht nach ist hier diese Grundgesamtheit an Unternehmen bzw. Aktien, die überhaupt auftauchen im Insider-Barometer, viel zu niedrig, um daraus valide Schlüsse über die Markteinschätzung der Insider der DAX-Unternehmen insgesamt ziehen zu können. Das sind viel zu wenige Transaktionen. Man bräuchte mehr Daten. Eventuell müsste man zum Beispiel auch das Verhalten der US-Insider mit einbeziehen bei einer solchen Analyse, um überhaupt auf einen statistisch relevanten Wert zu kommen. Oder man müsste die Zeitspanne verlängern. Das wäre auch eine Möglichkeit. Und vielleicht mehrere Monate hintereinander berücksichtigen. Aber da war es ja, wie ja gerade gesagt, eben so, dass im Mai viele Insider eben gekauft haben, beziehungsweise viel mehr Insider gekauft haben als verkauft. Und dass es damals noch keine Rezessionsängste gegeben habe, das halte ich schon ehrlich gesagt für Mumpitz, diese These. Überhaupt ist bei Insider-Verkäufen ohnehin Vorsicht bei der Interpretation angebracht, denn gerade bei Tech-Firmen zum Beispiel sind ja Aktienoptionen oft wichtige Bestandteile der Vergütung. Und wenn dann die Mitarbeiter ihre Optionen ausüben und dann die Aktien entsprechend am Markt verkaufen, dann ist es im Prinzip nichts anderes, als wenn die ihren Gehaltscheck einlösen. Das muss deswegen noch lange kein schlechtes Zeichen für die betreffende Aktie sein. Demgegenüber kann man sagen, okay, Insider-Käufe sind grundsätzlich schon etwas aussagekräftiger. Da gibt es ja auch diesen Spruch, es gibt sehr viele Gründe, warum Insider-Aktien verkaufen.
Zum Beispiel, weil sie ihrer Frau teuren Schmuck kaufen möchten oder vielleicht sogar ein neues Auto. Es gibt aber nur einen Grund, warum Insider-Aktien kaufen, weil sie mit steigenden Kursen rechnen. Leuchtet ein, oder? Klingt schlüssig. Ja, schon. Aber Vorsicht, auch hier gibt es, wie so oft an der Börse, ein Aber. Es gibt auch Insider, die damit bewusst versuchen, den Kurs der eigenen Aktie zu manipulieren mit diesen Insiderkäufen. Die Idee dahinter, wenn ich regelmäßig kaufe als Insider, dann tauchen diese Käufe auf den einschlägigen Seiten auf und bewegen vielleicht Privatanleger oder gar Fondsmanager auch, die Aktie zu kaufen. Und gerade bei kleineren Aktien kann das dann kurzfristig den Kurs durchaus positiv beeinflussen, und das könnte dann der Vorstand wiederum theoretisch nutzen, um zum Beispiel eine Kapitalerhöhung zu einem höheren Kurs zu platzieren, als eigentlich gerechtfertigt wäre, und damit die Verwässerung bei der Aktie zu reduzieren. Heißt, es müssten dann weniger neue Aktien ausgegeben werden, um den entsprechenden Betrag aus der Kapitalerhöhung einzunehmen, und jeder Insider wird einen höheren Anteil im Unternehmen gehören noch. Und nicht zu vergessen, es gibt auch Extremfälle, wo betrügerische Unternehmen bewusst den Kurs manipulieren. Prominentestes Beispiel ist wohl Wirecard. Hier mal eine Übersicht über die Insiderkäufe, die hier noch bis Mai 2020 getätigt worden sind, mit durchaus relevantem oder durchaus hohem Volumen. Relevant war es ja nicht am Ende für den Kurs, aber mit hohen Volumina. MB Beteiligungsgesellschaft, das steht für Markus Braun, den ehemaligen CEO von Wirecard, der ja immer noch in Untersuchungshaft sitzt. Der hat insgesamt Wirecard-Aktien im Umfang von 8 Millionen Euro gekauft von 2018 bis Mai 2020. Auch der inzwischen ja berühmt-berüchtigte Jan Marsalek, der ehemalige CEO, und Alexander von Knoop, ebenfalls ein ehemaliges Vorstandsmitglied, haben Aktien gekauft auf eigene Rechnung. Und Anleger, die sich auf diese Insiderkäufe verlassen haben, die mussten das mit einem Totalverlust bezahlen, wenn sie bis zum Schluss an der Aktie festgehalten haben. Das muss man dann zuerst mal mit anderen erfolgreichen Insider-Trades wieder wettmachen, wenn man einmal hier so auf die Schnauze gefallen ist. Und auch Profis sind ja bei Wirecard bis zum Schluss long geblieben, bekanntermaßen die DWS zum Beispiel, die Vorgesellschaft der Deutschen Bank. Übrigens, apropos Abzocker, ich habe im Januar in einem Video vor Sun Mirror gewarnt, einem dubiosen Rohstoffplay, und die Aktie damals sogar geschortet. Ich verlinke euch das Video auch nochmal unten in der Beschreibung, und hier seht ihr, wie die Aktie seither performt hat, nämlich absolut unterirdisch, man kann es nicht anders sagen. Achtet auch auf die Zahlenreihe rechts, wo die Kurse angegeben sind, in absoluten Eurobeträgen. Die Aktie hat von 340 Euro auf aktuell 13 Euro verloren seit Jahresbeginn. Eine unglaubliche Abzocke, was hier läuft. Und ihr seht, es kann sich richtig lohnen, meinen Aktienkanal zu schauen. Also einfach mal auf den Abonnieren-Button unten klicken und das Glöckchen aktivieren. Kostet ja auch nichts. Und bezüglich eurer Themenideen, wow, also zunächst mal vielen Dank für die extrem vielen Kommentare, die ihr abgelassen habt zum letzten Video, und auch die vielen Vorschläge zu einzelnen Aktien. Was ich in erster Linie rauslesen kann, ist, dass ich öfter Aktien, die in vergangenen Videos besprochen wurden, öfter nachbesprechen soll. Ich werde das versuchen zukünftig. Und was mir auch aufgefallen ist, dass viele Fragen zu Aktien gekommen sind, die ich mal positiv besprochen habe an der Stelle, aber wo ich längst meine Meinung geändert habe und wo das offenbar nicht so bis zu allen durchgedrungen ist, beziehungsweise ich das nicht klar genug kommuniziert habe, wie zum Beispiel bei Amyris, wo das Management ja seit vielen Quartalen nur Bockmist baut. Auch da wollte ich versuchen, auch Aktien zu besprechen, die schlecht gelaufen sind dann. Zurück zum heutigen Thema. Ich habe versucht, mal Fonds zu finden, die sich auf Insider-Transaktionen spezialisiert haben. Bin auf ein Wikifolio von GBC Research gestoßen. Das nennt sich Insider Selection und hat seit Mai 2016 rein Insider-Käufe als Basis für den Depotaufbau genommen. Unter anderem wurde auch Wirecard getradet früher. Und die Performance dieses Wikifolios seit Start im Mai 2016 liegt bei 56,5%. Das sind durchschnittlich 7,4% pro Jahr. Vor Gebühren wohlgemerkt. Das Wikifolio ist nur virtuell. Und ich habe mal geschaut, der DAX hat im gleichen Zeitraum 19,8% gemacht, also nur 2,6% pro Jahr. Der TechDAX allerdings 76,7%, also ziemlich exakt 10% pro Jahr. Und der SDAX hat rund 4,3% pro Jahr erzielt. Das heißt, zumindest vor Gebühren hat dieses Insider-Portfolio durchaus ganz gut performt mit diesen 7,4% pro Jahr. Das ist nichts, wo man Jubelstürme ausbringen kann, aber immerhin deutlich besser als der DAX und auch besser als der MDAX und der SDAX. Und man muss auch sagen, klar, US-Aktien waren viel, viel besser in diesem Zeitraum, aber das Wikifolio war ja auf deutsche Aktien spezialisiert. Von daher
guten Job gemacht, muss man sagen. Einschränkend muss man aber sagen, dass dieses Wikifolio jetzt seit August 2021 nicht mehr aktualisiert worden ist. Das heißt, die Insider-Transaktionen der letzten 10 Monate, die wurden gar nicht mehr berücksichtigt. Das heißt, das schränkt natürlich die Aussagekraft etwas ein. Deshalb werfen wir nochmal einen Blick selber auf die jüngsten Insider-Käufe und Verkäufe. Und zwar machen wir das im Aktienreport am kommenden Samstag. Vor allem Symrise ist hier interessant. SYM999, die WKN aus dem DAX, weil da Insider in der Vergangenheit ein sehr, sehr gutes Gespür bewiesen haben. Oder war das vielleicht auch nur Zufall? Mehr dazu, speziell zu Symrise, wie gesagt, am Samstag im neuen Aktienreport, aber auch zu anderen Insider-Käufen. Einfach unten in der Beschreibung auf den www.aktien-report.de Link klicken, eure E-Mail da lassen und bekommt den Report kostenlos am Samstagmorgen sofort in eure Mailbox geliefert. So viel für heute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Armin Brack, wir sehen uns. Ciao, ciao.